Hallo Leute, mein Name ist Heinrich Schütz und heute erzähle ich euch mal meine Geschichte, wie ich damals vor über 400 Jahren überhaupt zum bekannten Komponisten wurde und damit es nicht zu langweilig wird, male ich sie euch am besten auch gleich auf. Ich wurde am 8. Oktober 1585 in Köstritz geboren, zumindest wenn es nach diesem Typen hier geht, Julius Caesar. Laut gregorianischem Kalender bin ich eigentlich 10 Tage jünger. Hä? Damals wurden auch Glaubenskämpfe geführt, die Pest breitete sich rasend schnell aus und es war total normal, Hexen zu verbrennen. Aus Köstritz stammt übrigens noch eine andere Bekanntheit, das Köstritzer Schwarzbier. Heute heißt der Ort Bad Köstritz und die Brauerei exportiert mittlerweile in über 50 Länder. Einen Tag nach meiner Geburt wurde ich auch direkt getauft. Mit dabei waren selbstverständlich meine streng gläubigen Eltern, mein Vater Christoph und meine Mutter Euphrosine. Seltsamer Name, klingt ein bisschen wie so eine Frucht. Als ich 5 Jahre alt war, zogen wir alle nach Weißenfels um. Damals wohnten gerade mal 2000 Leute in der Stadt. Also ein ganz schön kleines Nest im Vergleich zu den fast 40.000 heute. Mit alle meine ich übrigens meine Eltern, meine zahlreichen Geschwister und mich. Dass mir in meinem Leben noch viele weitere Umzüge und Reisen bevorstünden, ahnte ich als kleines Kind noch nicht. In Weißenfels war eigentlich alles soweit ganz schön. Wir lebten ein bürgerliches Leben, kein adliges wohlgemerkt. So reich waren wir dann doch wieder nicht. Meistens gingen wir in die Kirche, sangen Lieder und nie und nimmer hätte ich damit gerechnet, was im Jahr 1598 passiert ist. Ich war mittlerweile 12 Jahre alt, nicht unbedingt der kräftigste Junge, aber dafür ziemlich musikalisch. Zumindest haben das einige Leute gemeint. Eines Tages unterhält sich so ein Typ mit meinem Vater und bietet ihm tatsächlich an, mich mit nach Kassel zu nehmen. Was war passiert? Dieser, übrigens 26-jährige Typ, war der Landgraf Moritz aus Hessen und ist damals auf dem Weg nach Dresden gewesen. Auf dieser Reise machte er bei uns in Weißenfels Halt und übernachtete im Goldenen Ring. Also in keinem echten Ring, so hieß nur der Gasthof meines Vaters. In einem bestimmten Moment hört er mich singen und dann wollte er mich direkt mitnehmen. Ins Internat nach Kassel, weil er eben fand, dass ich talentiert sei und dass ich zu allen guten Künsten und löblich Tugenden auferzogen werden sollte. Insgeheim habe ich mich natürlich tierisch gefreut. Ich, raus aus Weißenfels, rein in die weite Welt, alles über Musik erfahren, mich in adligen Kreisen bewegen und die Chance ergreifen, mal ein richtig Großer zu werden. Doch meine Eltern waren dagegen und sagten, nö, zu klein, zu schwach, zu jung. Oh Mann, war ich traurig. So eine Chance bekommt man doch nur einmal im Leben. Nachdem meine Schwester Justina geboren war und ein Jahr verging, kam ein Brief zu uns nach Hause. Landgraf Moritz hat dieses Mal schriftlich darum gebeten, mich nach Kassel holen zu dürfen. Und das war wirklich das Größte für mich. Meine Eltern haben anscheinend dazugelernt und gesehen, dass ich wirklich tierische Lust hatte, in die Welt zu ziehen und stimmten zu. Juhu! Vielleicht hatten sie Angst, dass ich mich noch mit der Pest anstecken könnte, die zu der Zeit in Leipzig ziemlich wütete. Daraufhin hat mich mein Vater persönlich in Kassel abgesetzt und dann begann mein neues Leben. Während meiner Schulzeit wurde ich kaum zu etwas gedrängt und in meiner musikalischen Begabung gefördert und unterstützt. Doch nicht nur in Musik wurde ich immer besser. Innerhalb weniger Jahre lernte ich schnell Lateinisch, Griechisch und Französisch. Wer hätte gedacht, dass ein gut gesungenes Vaterunser mich mal von Weißenfels in ein renommiertes Internat nach Kassel befördern würde? Mittlerweile sind 8 Jahre vergangen und meinen Schulabschluss hatte ich in der Tasche. Dann passierte etwas, was man eine Glückssträhne nennt. Obwohl ich eigentlich vorhatte, Jura zu studieren, was mit Sicherheit auch meinen Eltern gefallen hätte, bot mir der Landgraf Moritz, meine taucht ja ständig unerwartet auf, ein Stipendium in Venedig an. 200 Taler im Jahr. So reiste ich also nach Italien mit dem Ziel, vom großen Giovanni Gabrieli zu lernen. Dieser war zwar nicht mehr der Jüngste, aber berühmt und voller Erfahrung, sodass ich dringend von ihm profitieren sollte. Wenig später schrieb ich mein erstes eigenes Werk, ein italienisches Madrigal.
Während in London der Sturm von William Shakespeare uraufgeführt wurde, oh Mann, da war ich 26, ging ich 1611 zurück nach Kassel, kurz mal nach Leipzig, ins schöne Weißenfels und dann wieder nach Kassel. Dort warteten weitere 200 Taler auf mich. So eine Art Geschenk vom lieben Landgrafen Moritz. Ah, der schon wieder. Allerdings musste ich mich nun entscheiden. Soll ich dem Wunsch meines Vaters nachgeben und ein super cooler, super reicher und super erfolgreicher Anwalt werden und ein Jurastudium aufnehmen? Oder sollte ich die risikobehaftete, brotlose Karriere eines Künstlers einschlagen und genau das machen, was meine Eltern nicht wollten? Ich wurde Künstler. Yay! Komponist, genauer gesagt. Und ein ziemlich erfolgreicher, wie viele behaupten. Wie ihr gesehen habt, bin ich nicht gleich mit Noten und Orgel auf die Welt gekommen. Teilweise hatte ich den Mut, wichtige Entscheidungen zu treffen. Andererseits einfach mehr Glück als Verstand. Und einen super coolen Moritz mit lauter Talern, die er mir ständig geschenkt hat. Doch ohne mein Talent wäre ich wohl noch nicht mal halb so weit gekommen. Damit ist meine Geschichte zumindest vom Erwachsenwerden erzählt. Eure fängt vielleicht gerade erst an. Bis dann, euer Heinrich.